Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Wie man sieht, zeigen wir Zähne. Alles nur Spaß. Das ist ein Märchen. Das Märchen heißt Hänsel und Gretel und ist von den Brüdern Grimm. Komponiert von Engelbert Humperdinck. Und das hier, das ist kein Haifisch, das ist der Ofen, der am Ende des Märchens die böse Hexe frisst. Und diese Hexe ist eine sehr interessante Figur. Die müssten wir uns mal aus der Nähe angucken, oder? Und ich glaube, die Spur zur Hexe, die führt über die Lebkuchen, die in diesem Wald verstreut herumliegen. Denn sonst würde man sicher hier verlaufen. Hier, da liegt schon einer. Ich glaube, wenn wir der Spur folgen, kommen wir zur Hexe. Kommt mal mit. Das ist Kammersängerin Romelia Lichtenstein. Romelia, du bist die Mutter. Warum schickst du deine Kinder in den Wald allein abends? Die Familie ist arm und die Mutter kommt nach Hause und sieht, dass die Kinder nicht die Arbeit gemacht haben, die sie machen sollten. Und als noch der Topf zerbricht mit der Milch, mit dem bisschen, was sie noch überhaupt übrig hatten für den Abend, schickt sie die Kinder halt zum Erdbeersammeln in den Wald. Also hier muss es unweigerlich zur Hexe gehen. Wollen wir mal sehen. Da liegt noch einer. Hey, sagt mal, habt ihr die Hexe gesehen? Nö. Doch, die ist vorhin die Treppe runtergegangen. Aha, hat die Pfefferkuchen hier vergessen, weil die Spur führt zu euch. War die hier? Nö. Nicht? Sag mal, wie seht ihr denn aus? Was spielt ihr denn? Engel. Engel. Aha. Und seid ihr im Leben auch Engel? Ich bin bei meiner Familie fast immer ein Engel. Du bist immer ein Engel bei deiner Familie. Ja, super. Ich bin immer das garstige Kind, was immer voll gemeckert wird. Aber siehst du? Das liegt nur an meiner großen Schwester, weil die immer nur liest. Die große Schwester ist es. So geht's bei Hänsel und Gretel auch los. Die streiten sich, machen einen Milchtopf kaputt und dann werden sie in den Wald geschickt. Habt ihr Angst vor der Hexe? Nö. Da ist noch einer. Ja, wir sind richtig. Ralf Ertl, du singst die Hexe. Richtig. Du siehst ja gar nicht aus wie eine Hexe. Nee, noch nicht. Noch nicht. Wie fühlt man sich als Mann, wenn man eine alte Frau singt? Wie ein Mann, der eine alte Frau singt. Sehr schön. Ich war gerade bei den Kindern oben, die haben gar keine Angst vor dir. Irgendwas machst du falsch. Die haben mich ja auch noch nicht gesehen in der richtigen Maske. Muss man sich wirklich fürchten vor dir? Ja. Ist es schwer, aus dem Mann eine Frau zu machen? Ja, und wirklich? Eine Hexe besonders. Eine Hexe besonders? Ja. Und was ist da das Schwere dran? Naja, wir haben jetzt eine relativ aufwendige Maske. Das heißt, wir haben Glatze, wir haben Warzen und Haare auf der Glatze später dann noch. Und wir haben diverse Gesichtsteile, die dann geklebt werden, damit die Verwandlung auch ein bisschen komplett ist. Ja, noch einer. Ach, und hier haben wir ja auch das Lebkuchenhaus. Hier also wohnt unsere Hexe. Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, am 12. Oktober 19.30 Uhr kann man sehen, wie unsere Hexe wohnt. Da ist nämlich Premiere bei uns. Ich lade Sie und euch ganz herzlich dazu ein. Was mache ich jetzt mit diesen Lebkuchen? Ich denke, die gehören der Hexe. Die gebe ich ihr zurück. Also, bis dann. Tschüss. Mit freundlicher Unterstützung durch die Hallische Wohnungsgesellschaft HWG. Halles größter Vermieter.